Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute mache ich eine Schnitzel-Reibekuchen, kann man so sagen. Nicht aus Kartoffeln, sondern aus Kürbis. Das macht man eigentlich alles das gleiche wie mit der Kartoffel. Und nur statt Kartoffel machen wir, nur statt Kartoffel ersetzen wir die Kartoffeln mit Kürbis. Ja, und jetzt sage ich euch, was wir dazu brauchen. Als erstes werde ich mir. Ich nutze die Hokkaido-Kürbis, da sie man mit Schale essen kann. Und als erstes werde ich sie entkernen. Na, halbieren, wenn das geht. Dann entkernen und auf kleine Stücke schneiden und später mache ich sie reiben. Nee, ich mache das mit Maschine. Ich mache das auf einer Küchenmaschine, würde das raspeln, das ist mir ein bisschen zu viel mit der Hand. Genau, das hat so kleine, ja, für Raspeln. Das mache ich da. Da reiben. So, Kürbis habe ich schon geschält, geraspelt, Ganze habe ich nicht genommen, so ein bisschen habe ich ihn gelassen. Das werde ich dann einfrieren. Jetzt werde ich hier Zwiebel klein reiben auf so eine, ja, Reibe. So, auf eine Mousse. Dann werde ich zwei kleinere Knoblauchzehen pressen, dann würze mit Salz, Pfeffer und Chili ein bisschen. Jetzt lasse ich das so kurz vermischen. Jetzt kommen hier zwei Eier. Zwei oder drei. Schauen wir mal, wie die Konsistenz wird. Hier gibt noch eine. Ich mische das mit der Hand jetzt und später gebe ich hier so zwei bis drei Esslöffel Mehl. Gebe ich das Mehl. Ja, so 4 Esslöffel, sagen 4 bis 5 Esslöffel. Ich mache das jetzt mischen, schaue, wie die Konsistenz aussieht, ob das so genug ist. Ich lasse das ein bisschen stehen, die Konsistenz ist so, dass sie sehr kleben bleibt. Ich lasse es so 10 Minuten stehen. Später mache ich abschmecken und schaue, ob da Gewürze noch fehlen. Meine Kürbismasse sieht so aus, sie ist so, ja, sie klebt so schon. Jetzt habe ich hier ein bisschen Öl an die Pfanne erhitzt. Jetzt werden wir das braten, genau. Wenn Sie was Grüne haben, so grüne Kräuter, frische oder gefrorene, könnt ihr auch geben, Muskatnuss. Ich hatte leider keine und deswegen lasse ich es so, wie es ist. Die werden wir jetzt von beider Seite ja so goldbraun backen, braten. Das so 3-4 Minuten aus 3-4 Minuten von jeder Seite. Auf mittlere Hitze auf jeden Fall. Ja, wenn unsere Schnitzel, Kürbisschnitzel oder wie das alles heißt, da, so goldbraun gebacken ist, geben wir das auf ein Geschirrtuch,
Papiertuch, so dass das Öl abtropfen kann. Und dann machen wir weiter. Ich habe mir schon hier eingerichtet. Ihr könnt das mit ein Kleck Sahne, saure Sahne oder Joghurt essen. Genau, so wird dann so wird das bestimmt schmecken. Die schmecken so ein bisschen süßlich. Ich mag da ein bisschen probieren. Aber sie sind auf jeden Fall lecker. Meine Tochter hat gesagt, ich hasse Kürbis, ich geht, was ist das? Ich mag das nicht essen. Ich habe gesagt, mach, probier mal erstmal. Und dann kannst du meckern. Sagst du sagen, ich mag nicht oder mag ich nicht. Und jetzt hat sie schon viertes Stück genommen. Also hat sie gut geschmeckt. Genau. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr werdet das Rezept ausprobieren. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.